dazu muss das gesellschaftliche Ich reduziert werden, deswegen die Einsamkeit. Das ist kein amerikanischer Russoismus, schon gar kein missionarischer, er fordert uns nicht auf, das Gleiche zu tun, sondern er will im Sinne Emersons dem formalen Gebilde des Staates USA, wir sprachen gerade davon, die ihm zugehörige Erde gegenüberstellen. Das amerikanische Ich, das hier schreibt, ist Mediator im Emersonschen Sinne, dem der Staat als Form erst dann genügt, wenn er den heiligen Boden als Inhalt begreift, der ihm korrespondiert. Staat und Boden ist für Thoreau, ist für Emerson als Einheit zu denken. Bitte nicht Analogien zu ihnen zu Blut und Boden, sondern wesentlich Staat und Boden. Dieser Staat, der nur rein formal zu denken ist, der braucht eine Grundlage. Das ist der Boden, den man empfinden muss. Ein zweites Ankommen, eine ganzheitlich zweite Landnahmung und Besiedlung, folgerichtig eine Tat der zweiten Generation der Amerikaner nach erfolgter Unabhängigkeit. Wir haben oben gesagt, man kommt auf den Geschmack der Avantgarde, wenn man das liest. Weil hier Betrachtungen erfolgen, die später in dieser Art eventuell von Husserl oder Heidegger erwartbar wären. Vor allen Dingen dann, wenn von Erde und von Urerfahrung die Rede ist. Das ist lieb. Auch Thoreau geht es um Definition. Die Erde, zu deren Inbesitznahme Gott mich verpflichtet, davon ist er überzeugt. Das Land, das er dem auserwählten Volk übertragen hat, will nicht gezüchtigt werden. Das hat er ja schon den Schülern erspart. Ich danke sehr. Will nicht gezüchtigt werden, sondern gespürt. Will sinnlich erlebt werden. Aus dem Land wächst die Erfahrung, mit deren Hilfe die Vernunft den Staat bildet. Hier ist in der Tat ein amerikanischer, ja man könnte schon fast sagen, soteriologischer Pantheismus am Werk. Eine Art Selbsterlösung des Menschen, der von den gleichen Entwürfen eines Spinoza oder Leibniz doch ziemlich weit entfernt und durchaus romantischer Natur ist. Es ist diese, merkwürdig zu sagen, erdverbundene Spiritualität, die für Thoreau den Grund dafür legt, Absichten des Staates, die seine Grundüberzeugungen entgegenlaufen, Widerstand entgegenzusetzen. Er hat ein Pamphlet geschrieben über die Legitimation des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Denn er saß wenigstens eine Nacht im Knast wegen Steuerschulden. Aber weil die USA damals einen Krieg gegen Mexiko führte und er mit diesem Krieg nicht einverstanden war, und auch diesen Krieg mit seinem Geld, seinem Steuergeld nicht alimentieren wollte, stellte er die Steuerzahlung ein. Es war klar, was daraus folgte. Irgendwann hat man ihn festgesetzt und er weigerte sich trotzdem zu zahlen. Irgendwer muss diese Schulden bezahlt haben, denn am nächsten Tag kam er schon wieder raus. Man vermutet, dass es Emerson war. Oder wenigstens seine Gruppe. Rausgekommen ist das nie. Aber Thoreau hat sich bedankt, indem er ein Riesenpamphlet geschrieben hat zur Legitimation des Widerstandsrechts. Und das hat er bezogen genau aus diesem Gespür. Was will diese Erde von mir? Wie soll meine Tätigkeit im Rahmen dieser Oversoul, dieser Überseele sein? Wie soll dieser Staat aussehen?
Es kann nicht sein, dass wenn die Erde Nein sagt zu einem Krieg, ich diesen mit meinem Steuergeld alimentiere. Und wenn der Staat das trotzdem will, dann kriegt er eben mein Geld nicht. Und deswegen ist Widerstand legitim. Diese Widerstandsüberzeugung, dass mir das möglich ist, erklärt vielleicht Phänomene, die uns Europäern eigenartig erscheinen. Da wird eine Krankenversicherung für alle abgelehnt. Da werden schärfere Waffengesetze abgelehnt, weil jeder die Freiheit haben soll, mit einer Uzi durch die Gegend zu laufen. Aber das findet hier in diesen Überzeugungen seinen Ursprung. Des Bürgers Freiheit sei unbeschränkt. Der Staat hat sich nicht einzumischen, wo seine reine formale Zuständigkeit endet. Andererseits ist die Natur aber eben auch in dieser Perspektive nicht der europäische Sehnsuchtsort einer idealisierten Idylle, sondern buchstäblich der Boden einer auch rau sich ausnehmenden Gefährdungszone, einer Schule des Lebens mithin, deren Widrigkeit nicht hinnehmen muss. Man zahlt für den Preis der Freiheit durchaus in dem Bewusstsein, dass die Freiheit der anderen mich umbringen kann. Das ist es mir aber wert. Das ist diese Urerfahrung, die Walden auf seinem Grundstück hatte. Thoreau mit Walden auf seinem Grundstück hatte. Es muss mir klar sein, dass nebenan ein Wilder wohnen kann, der mich umbringt. Davor muss ich mich schützen dürfen, das ist meine Freiheit. Das darf mir der Staat nicht wegnehmen. Diese Idee habe ich, weil Natur anders als in Europa durchaus nicht ein idealisierter, idyllischer Ort ist, sondern Natur heißt, ich befinde mich im Dschungel. Das muss man wissen, wenn man darüber nachdenkt. Die Erfahrung von Not und Tod, die Gefährdung durch die Unbilden auch der menschlichen Natur, die Auseinandersetzung mit indigenen Einwohnern, die Bewährung in Zeiten der Entbehrung, all diese Phänomene des Daseinskampfes im Emersonschen Hier und Jetzt erklären, warum die Werke eines Herman Melville, eines Jack London, eines Mark Twain durchaus diese vitalistischen Züge aufweisen, an denen zum Beispiel Nietzsche seine helle Freude hätte haben können. Auch die Anarchisten nehmen Thoreau gerne für sich in Anspruch. Das ist schon ein bisschen fraglicher. Denn Thoreau geht es nicht um keinen Staat, sondern es geht ihm um einen Staat, der ihm die Freiheit lässt. Im Einklang mit der gefühlten Erde. Zum Schluss und zum Ende Walt Whitman. Da waren wir schon am Anfang. 1819 bis 1892. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges und bis in die ersten Jahre der Weimarer Republik hinein arbeitet Thomas Mann am Schluss seines Romans Zauberberg und an den Betrachtungen eines Unpolitischen. Er setzt sich in diesen Jahren ungeheuer ein für die Idee einer deutschen Republik. Und als er 1922 in München seine Rede hält von deutscher Republik, empfiehlt er dem jungen deutschen Publikum zur Gewöhnung an die Staatsform der Republik die Lektüre von zwei Literaten, von Novalis und von Walt Whitman, insbesondere dessen Buch Leaves of Grass. Damit zeigt sich, dass Mann sich der Transgression des Bereichs von Politik nach Literatur sehr wohl bewusst war. The United States are essentially the greatest poem.
Whitman, Sohn eines Zimmermanns, woraus er später viel machte, aus dieser Analogie. Wer war noch Sohn eines Zimmermanns? Oh. Also Whitman, Sohn eines Zimmermanns, ist anders als Emerson und Thoreau kein Studierter, sondern vielmehr ein Autodidakt. Als junger Kerl liest er die Bibel, Homer und Shakespeare und verschlingt das alles und entwickelt daraus ein geradezu prophetisches Verhältnis zum Schriftstellerberuf. Seine Leaves, seine Grasblätter werden Zeit seines Lebens immer umfangreicher und das beschreibende, hymnisch sich feiernde Ich erscheint umstandslos in mannigfachigem Wechsel vom Baum, einem Stein, einem Fluss, verschiedensten Menschen, verschiedensten Geschlechtern. Als Kind sieht er sich als Mann, als Frau, alt, jung, als Indianer mit schwarzer Hautfarbe, alles, was sie wollen. Der Geist der USA, das ist die Botschaft in diesen Leaves of Grass, ist lebendig, demokratisch, lebensbejahend, expansiv. Wer das liest, soll sich nicht entziehen können. Es ist das Buch noch heute mit größter Nachwirkung auf die amerikanische Popkultur sogar. Wer mal gesehen hat den Film Der Club der Toten Dichter, die berühmteste Zeile, Captain, mein Captain, so sprachen diese Schüler ihren Lehrer an. Das ist die Zitat aus einem Whitman-Gedicht aus den Grasblättern. Noch wer den letzten Batman-Film gesehen hat. Tja, sie lachen. Da lässt sich viel aus amerikanischer Kultur und Geschichte rauslesen. Gerade aus diesen Batman-Verfilmungen. Glauben Sie gar nicht. Da sehen Sie eine Szene, die hätte von Whitman gestaltet werden können. Ein riesiges Footballstadion. Die Leute sind in Erwartung eines Spiels. Der Regisseur Christopher Nolan, ein Genie, wenn Sie mich fragen, lässt das alles in Schweigen versinken und dann kommt ein kleiner Junge. Und der singt, wie in Amerika üblich, vor großen Sportveranstaltungen die Nationalhymne. Und er singt sie ganz alleine in hoher Knabenstimme. Der Zuschauer, also unser einer, weiß, dass jetzt gleich ein Riesenanschlag passieren wird. Er weiß nicht, was passiert, aber es gibt eine Katastrophe. Das weiß er. Und in dieser ganzen Zeit singt der kleine Junge. Herzergreifend, pathetisch, wunderbar. Sie sehen, wie den Amerikanern die Augen übergehen. Und kaum ist er fertig, explodiert das ganze Spielfeld. Und sackt in die Tiefe. Kein einziger Zuschauer kommt zu Schaden. Und dann kommt der Bösewicht. Was sagt er? Ich gebe euch euer Land zurück. Ich gebe euch überhaupt gar keine Vorgabe. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid Amerika. Übernehmt es. Das ist Whitman. Das sind die Leaves of Grass. Das ist der Geist von der Zeit nach 1865. Und Sie können mir glauben, das, was bei uns hier, bei dem Ansehen dieses Films, zur Heiterkeit führt, das stößt in Amerika auf ganz andere Augen. Die sehen dann, dass es ohne Staat nicht geht, aber sie erkämpfen sich ihn zurück. Denn er hat ihnen etwas genommen, dieser Terrorist, buchstäblich durch diesen Anschlag, das Spielfeld. Denn die Leute kommen nicht zu Schaden, aber das Spielfeld ist weg. Und das wollen sie wieder. Und das erkämpfen sie sich. Das ist die Botschaft dieses Films. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der pure Whitman. Und das hat Nolan gesehen und das hat er umgesetzt. Das ist etwas, was an europäischen Augen in der Regel vorbeigeht, weil wir keinen Whitman haben. Für uns auch sehr befremdlich ist die vollkommene Absenz einer Hierarchie von Wertigkeiten, gerade im Bereich der Kultur. Es gibt keine, bei Whitman,
keine höhere, keine niedere Kultur, selbst an gesellschaftliche Tabus seiner Zeit, wie Bisexualität oder Autoerotik, wagt er sich heran. Es geht aber nicht um die Durchsetzung sexueller Freizügigkeiten, sondern vielmehr geht es ihm darum, in allem die Kraft dieses Lebens zu zeigen, das den USA nach dem überstandenen Sezessionskrieg bevorsteht. Das Land wird hier definiert. Es begreift sich selbst als in jeder Phase lebend und bereit, jenem Ziel zu folgen, das seine Begründung bildet. Leuchtturm in der Welt zu sein, in dessen Licht Demokratie und Natur im Emerson'schen Sinne als Seite einer Medaille erscheinen. Demokratie und Natur, es ist eins. So steht eben das Gewöhnliche neben dem Noblen. Auch die Gosse hat das Recht zu sein neben dem Palast. Es ist diese Äquivalenz, die den Hymnus der Leaves ausmacht, und es ist genau diese Äquivalenz der Werte, die den europäischen Konservativen lange von den USA ferngehalten hat. Warum, denkt Whitman, er könne das sagen? Zitat: The proof of a poet is that his country absorbs him as affectionately as he has absorbed it. Der Beweis dafür, dass jemand ein Poet ist, ist, dass sein Land ihn vollkommen absorbiert hat. Genauso herzlich und innig, wie er vorher das Land, in dem er lebte, absorbierte. Thomas Mann hatte keine Fortüne mit seiner Wahl. Und auch Europa ist in diesen Tagen des amerikanischen Wahlkampfes eher suspekt gegenüber der allgegenwärtigen Emphase dort drüben. Das, so möchte man sagen, horizontale Denken von kulturellen Wertigkeiten, das Whitman grundlegt, ist indessen Garant dafür, dass man heute in amerikanischen Serien von Star Trek bis House of Cards, von Donald Duck bis zu Paul Auster und Richard Ford Grundsätzliches über die menschliche Natur erfahren kann und dabei obendrein noch gut unterhalten wird. Nicht selbstverständlich. Diese Begeisterung über sich selbst ist hingegen auch der Grund für die Blindheit, mit der zum Beispiel außenpolitische Engagements von Korea über Vietnam bis Afghanistan und Irak im Allgemeinen betrieben werden. Eine Blindheit, die wesenhaft indessen, und ich hoffe, das heute Abend gezeigt zu haben, nicht wirklich Naivität und auch nicht wirklich Arroganz ist, sondern diese Blindheit verdankt sich eben jenem transzendentalischen Unitarismus, dieser Bewegung, die manchmal auch Concord-Bewegung genannt wird, weil sie in Massachusetts in der Stadt Concord ihr Zuhause hatte und die im Wesentlichen von Emerson, Thoreau und Whitman geprägt wurde. Es ist nicht wirklich Arroganz, es ist, wenn man so will, Betriebsblindheit und eine unglaubliche, für einen Europäer kaum nachvollziehbare, ja sagen wir mal Einfalt. Ich meine das jetzt nicht boshaft, im Sinne von, dass ich jemanden für dumm halte. Aber sagen wir mal, für so gutgläubig, so fest davon überzeugt, dass man ja eigentlich immer nur das Gute will, dass man verständnislos darüber agiert, wenn andere Leute ganz andere Ziele, ganz andere Traditionen haben. Und eigentlich aus dieser Wagenburg der eigenen Verständnislosigkeit kaum einen Weg nach draußen findet. Das ist das Dilemma. Aber Sie haben hoffentlich heute Abend die Erfahrung machen können,
dass das nicht den Grund findet in einer Unkultur oder sagen wir mal in einer nicht vorhandenen Kultur, vielleicht in der tragischen Konstellation, dass dieses Land mit dieser Tradition, mit diesen Denkern in die Lage versetzt wurde, eine Supermacht zu sein. Wäre es ein kleineres Land, redeten wir hier über ein Land der Kategorie Belgien, dann wäre das vielleicht eine Kuriosität. Aber mit dem Atomwaffenarsenal, was diese Herrschaften beherrschen, ist diese Art von Einfalt natürlich auch eine Gefahr für den Rest der Welt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr.